Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Reihe Eine Heilerin und ein Arzt sprechen über Themen. Über welche Themen eigentlich? Über Gesundheitsthemen und was das ganze Leben betrifft. Und heute haben wir uns ganz speziell vorgenommen, mal über die Gesundheit in der Familie zu reden. Was bedeutet eigentlich Gesundheit in der Familie? Dass der Papa gesund ist? Dass die Mama gesund ist? Dass das Kind oder die Kinder gesund sind? Oder gibt es da auch etwas Übergeordnetes? Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Nämlich, dass die Familie an sich gesundet ist. Das heißt, das Gesamte ist viel mehr als die Summe der einzelnen Gesundheitszustände. Wie seht ihr das? Erstmal herzlich willkommen, liebe Jana Haas, wieder bei mir im Studio, dass wir über das Thema reden können. Und herzlich willkommen, lieber Dr. Milan Meder. Schön, dass du wieder da bist und dass wir gemeinsam jetzt mal dieses Thema aufgreifen können. Darf ich, Jana, dir erstmal das Wort geben? Bei der Frage, was macht eine Familie gesund? Was schädigt eine Familie? Was hat Einfluss auf so ein heiliges System wie eigene Familie, habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich kenne viele, viele enttäuschte Menschen, die durch Verletzungen in ihrer Ursprungsfamilie, indem sie gesehen haben, wie unglücklich ihre Eltern waren, gesagt haben, ich bleibe Single, für mich ist das nichts, ich gehe auf Nummer sicher und vermeide jede Form von Verletzung. Dann, aber glücklich habe ich sie nicht erlebt. Dann wiederum kenne ich natürlich genauso viele Familien, die sich auf ständig neue Partnerschaften einlassen und doch irgendwie nicht das Glück finden, wonach sie sich sehnen. Ich höre solche Äußerungen wie, meine Kindheit war ein Drama und in diesen emotionalen Kriegszustände in unserer Welt kann ich kein Kind in die Welt setzen und entscheiden sich gegen das Kind, gegen das Kinderkriegen. Und irgendwann, wenn die biologische Uhr abgelaufen ist, ja, erlebe ich nicht wenige Frauen leider auch hochdepressiv, beziehungsweise diese Suche, diese Sehnsucht wird mit einer anderen Suchterkrankung erfüllt. Und das alles ist dramatisch, doch natürlich gibt es auch ganz andere Beispiele. Und für mich, in meiner liebevollen Lebensphilosophie, führe ich mir immer vor Augen, ein Mensch ist immer im Grunde seines Wesens, ein zutiefst soziales Wesen, ein Rudelwesen. Und er sucht eine Gemeinschaft, wo er sich wiederfinden kann, wo er lieben kann und wo er sich auch geliebt fühlt, weil die Liebe ist ja letztendlich unsere Lebensgrundlage, unsere Kraftquelle, unser Lebenssinn. Und wir alle sehnen uns, egal ob mit einer eigenen Familie oder als Single, nach einem liebevollen Leben, wo wir spüren, das Leben ist im Fluss, mein Leben ist in Harmonie, ich spüre Zufriedenheit, die Liebe fließt. Ich habe Menschen um mich herum und Aufgaben, wo ich meine Liebe teilen kann mit anderen und nicht nur die Liebe quasi für sich selbst pachte, denn wenn die Liebe nicht fließt, sondern stagniert, macht es auch dumpf und schwierig und kann auch hysterische, pathologische Züge mit sich nehmen. Nun, natürlich gibt es kaum Menschen, die nur Gutes von ihren Prägungen, von ihren Wurzeln, von ihrer Erziehung sagen können. Und auch Familien, die so überfordert sind mit ihren Kindern und mit ihren Partnern oder Patchwork-Familien, dass sie sich manchmal auch wünschen, das nicht zu haben. Das alles ist ja
rein menschlich. Doch mir, in so einem Fall, bewegt mich ein besonderer Satz, den ich von einer lieben Freundin gehört habe. Die Familie ist ein Weg zu Liebe und innerem Wachstum. Als diese Wörter ihren Mund verließen, da erwachte mein Bewusstsein noch mehr. Es war so, als ob sie mir aus dem Herzen spricht. Und vor allem, ich spüre eine so tiefe Wahrheit in diesen Wörtern, in diesem Satz. Denn das ist ja unsere innere Heimat. Nämlich, wir haben eine natürliche Sehnsucht nach einer göttlichen Verbundenheit, nach der Verbundenheit mit himmlischem Zuhause. Und da der Himmel ja auch auf Erden ist, haben wir ja auch dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, weil das auch unser Seelenplan ist, nach einer zwischenmenschlichen Verbundenheit in Partnerschaft, in unseren Kindern, in unseren Freundschaften, in unseren Berufen, denn wir sind zutiefst soziale Wesen, wenn wir nicht gerade zutiefst verstört worden sind in Prägungen. Und trotzdem ist die Liebe immer irgendwo da. Man muss sie wie ein zartes Pflänzchen jeden Tag pflegen, zu sich und dann in seine Nächstenliebe, in seine partnerschaftlichen Liebe, in seine Liebe zur Gottes Schöpfung. Das ist für mich gelebte Liebe, gelebte Spiritualität. Und ich bin ein Paradebeispiel dafür, dass ich trotz Prägungen und Irrtümer mein Leid überwunden habe und die Menschen, die ihr Leid überwinden, wirklich schaffen, ihr Leid zu überwinden, werden ja durch ihre Reife auch ja, zu den mitfühlendsten Menschen. Und das macht so eine innere Stärke aus, dass man sich wirklich in seinem Urvertrauen wie ein Fels in der Brandung erlebt, auch in stürmischen Zeiten auf seine Seele hört. Und diese Persönlichkeitskompetenz möchte ich auch immer meiner Tochter vermitteln und auch meinen Seminarteilnehmern. Und was macht eine Familie gesund und stark? Zunächst einmal beobachte ich, wie es ist unfassbar wichtig, dass Mutter und Vater zwar Individuen sind und unterschiedliche Meinungen haben dürfen und Interessen, aber in wesentlichen Punkten, wenn es um Werte geht im Leben, im Einklang sind. Dass sie in der Lage sind, und das ist ja das Geheimnis einer erfüllten Beziehung, miteinander zu kommunizieren. Sich auch im Mitgefühl in den anderen hineinzuversetzen, und auch Kompromisse zu schließen, denn jede Beziehung basiert auf Kompromissen. Es geht nicht nur um eigene Egos, aber es geht auch nicht um Unterdrückung des eigenen Egos, sondern es geht um das Miteinander, diese besondere goldene Mitte und ständige Bewegung, Wandlung. Stimmt die Partnerschaft zwischen Mutter und Vater? Und dabei ist es sogar gar nicht mal wichtig, ob die Mutter und der Vater miteinander weiterhin liiert sind oder sich getrennt haben. Denn für das Kind ist es natürlich schön, wenn die Familie funktioniert, aber für das Kind ist das Wichtigste, A, dass es seinen Eltern gut geht und B, dass sie für ihn da sind. Und ob sie dabei zusammen wohnen oder getrennt, solange das Kind wirklich die Erfahrung hat, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, ist das, lernt auch das Kind, dass das Leben auch unter anderen Umständen einem gelingen kann. Und das nennt man authentisch. Genau. Und wenn die Eltern zum Beispiel nur aus gemütlichem Elend heraus, aus Bequemlichkeit miteinander zusammenbleiben wegen den Kindern und damit lebenlang eine Rolle vorspielen den Kindern gegenüber, spürt das Kind, dass da keine Wahrheit ist. Und er spürt auch gewisse unbewusste Schuld dafür, dass die Alten wegen ihm zusammen sind. Und dass es diese Bürde kann kein Kind tragen, ohne Schaden emotionalen dabei tragen zu können. Und deshalb, jeden Tag achte ich auch darauf, dass ich meine Beziehung zu meinem Partner segne,
volle Wertschätzung auch meinen Partner betrachte und niemals als selbstverständlich, auch nach 16, 17 Jahren nicht. Mhm. Denn jeder Mensch ist einzigartig und es ist auch nicht selbstverständlich, dass unsere Partner mit uns freiwillig zusammenbleiben, ihr Leben mit uns teilen. Man muss sich immer wieder in seinem Ego das auch vor Augen führen, denn das ist gelebte Liebe, gelebte Praxis. Was macht eine Familie gesund und stark, ist das Zweite, dass auf, von dieser Ebene jeder, so wie er das nach seinen Möglichkeiten schafft, die Bedürfnisse des Kindes, so wie sie dem Alter entsprechend sich auch immer wieder wandeln und verändern und neu auftauchen, nicht übersieht. Diese feinen Launen, feinen Noten, ein gutes Gefühl für das Wesen seines Kindes hat und nicht davon ausgeht, mein Kind ist doch eine Kopie von mir, ich weiß alles über es. Ist es nämlich nicht. Das Kind ist ein Individuum, eine eigene Persönlichkeit, hat sein eigenes Karma, sein, was er mitgebracht hat, eine Persönlichkeit, wo unsere Werte, unsere Verhaltensweisen dies ebenfalls nur noch weiter formen, aber nicht alles ausmachen. Und jeden Tag achte ich darauf, mit meiner Tochter zu sprechen. Ich sehe nicht zu, dass ich meinen Willen jetzt durchsetze, sondern ich frage sie, was denkst du dabei? Warum denkst du es anders? Ich interessiere mich für sie. Dieses aufrichtige Interesse, das ist ja eine Herzensbeziehung, das macht heil, das macht gesund und das ist Investition auch in die eigene Gesundheit, in die Gesundheit der Familie, in die Gesundheit des Kindes und in seine auch langfristige Stabilität, in seine Lebenstüchtigkeit, auch in der Zukunft, die lebenlang anhält, diese dann Gesundheit. Es geht eben um dieses Jetzt, um diese Positivität. Genau. Ich greife da sozusagen mal einfach ein, dass ich da sozusagen meinen Ansatz auch, das, was mich immer beschäftigt hat in diesem Medizinstudium, war natürlich die Pathogenese, also wie die Krankheit entsteht. Und dann habe ich doch erkannt, dass was wirklich wichtig ist, das ist die Salutogenese, also wie die Gesundheit entsteht. Und wie entsteht denn die Gesundheit ganz konkret? Also man muss erstmal diese Polaritäten angucken. Die Gefahr ist ja gerade in der heutigen Zeit, wie du auch schon gesagt hast, dass wir manchmal nicht mehr so miteinander sprechen oder dass wir uns auch nicht mehr trauen, miteinander Wärmeprozesse zu erleben. Also es heißt doch so schön, wo Reibung ist, da ist auch Wärme. Das heißt, das ist tatsächlich so. Und ich merke auch, du bist in deinem Wesen du bist ein warmer Mensch. Ja. Und das ist das Wichtige, dass man sich wirklich diesen Mut hat, auch an dieses eigene Feuer zu glauben. Also an dieses Ich, an diese Mitte, wie du das gerade so gesagt hast. Und das war immer meine Motivation, in dieser Salutogenese zu forschen und auch wirklich die Polaritäten zu erforschen. Also wenn wir nur im Kopf sind, dann sind wir im Grunde genommen in der Antipathie. Ja. Wenn wir aber in der Bewegung sind, wenn wir was tun, wenn wir gemeinsam was tun, wenn wir vielleicht gemeinsam die Elbe runterpaddeln oder wenn wir gemeinsam in den Wald spazieren gehen, dann verbinden wir uns in Sympathie. Und das ist eben so wichtig, auch bei vielen Therapien. Das erlebt man ja leider auch, ich sage das jetzt einfach mal so ein bisschen frech, wir waschen zwar alle mit dem gleichen Wasser, aber auch in Psychiatrien erlebt man manchmal, dass das zu sehr nur im Kognitiven ist, zu sehr nur der Kopf. Und da habe ich mich lange gefragt, Kinder kann man sowieso nicht zutexten. Also wenn die schon irgendwie traumatisiert kommen, wenn die Bindungsprobleme haben. Also so wie du das beschrieben hast, ist es ja leider nicht der Normalfall, dass Eltern nach einer Trennung so ganz harmonisch miteinander sind. Mhm. Und da habe ich ein gewisses System auch entwickelt, eine Methodik, wie man Kinder wirklich ermutigen kann, wieder immer diese Mitte zu finden. Und das ist eine Kunst, ich mache das jetzt einfach mal so vor, aus gewissen Polaritäten heraus. Also wir gehen jetzt in das Seelische hinein und da ist sozusagen allererstes Beispiel, wie schaffe ich das, wenn Kinder ganz außer sich sind. Also da sind jetzt mal 8 ADHS-Kinder, die sind völlig außer sich und wir haben überhaupt keine Konzentration. Wie schaffe ich denn erstmal die Konzentration? Dann sage ich, ich komme dann rein in so eine Gruppe, das ist ein außerordentlich kostspieliges Kunststück, den Wurstzipfel mit der Astspitze auf der Mastspitze aufzuspitzen. Den Wurstzipfel mit der Astspitze auf der Mastspitze aufzuspitzen. Also man kann das ganz schnell sagen und dann wird das so was Penetrantes. Dann,
ich dachte, hier kommt dieser komische Singdoktor. Ich will eigentlich lieber mein Handy haben. Aber Herr Meder, darf ich das jetzt auch mal sprechen? Also die Interesse Kinder, wecken. Genau, erstmal muss man diese, ich sag mal, dieses Pseudo-Abgebrühte, ja, was ja manchmal auch ist, über allem drüber stehen, das muss man erstmal durchbrechen. Und das schafft man mit dem Konsonant S. Jetzt kann ich nicht eine Stunde lang mit dem S arbeiten, ja, dann würde ich die auch wieder langweilen, weil das finden die dann vielleicht auch unangenehm, weil ich denen dann zu nah komme. Dann schaffe ich wieder Abstand. Rollala, guten Tag, Herr Paprika. Roller, rennen muss man können. Also wenn man wirklich diese kosmische Schrift, letztendlich ist es eine kosmische Schrift, wenn man die lernt, hat man erstmal dieses penetrante S und dann hat man in der Opposition hat man das ganz lebendige R. Also du kannst es bestimmt viel schöner rollen. Wunderbar. Und jetzt gehen wir nochmal in dieses Kreuz. Also letztendlich geht es auch immer um Kreuz. Das hattest du auch gesagt, es ist ja ein ganzes System, worum es geht. Ja. Es geht ja um Großvater, Mutter und wir bilden zusammen immer ein Kreuz und in der Mitte ist sozusagen das Ich. Das ist genau der Punkt. In der Mitte ist dieses Wesen, dieses Feuer. Ja, ja, man könnte auch sagen, das Gottesfeuer oder die Liebe, die Wesen schafft, die wesenschaffende Liebe. Das ist genau in dieser Mitte. Und es geht immer um die Mitte. Es geht immer, auch die Chinesen haben gesagt, wer seine Mitte nicht verliert, ist unüberwindbar. Das heißt immer wieder in die Extreme, aber dann auch wieder in die Mitte. Und wenn ich jetzt in die andere Seite gehe, ich nehme jetzt mal dieses Löwenherz, was ja auch die Mitte ist. Das ist auch in dieser Viergliedrigkeit. Das ist das T. Tritt dort die Türe durch. T oder D. Ich mache das jetzt mal ganz humorvoll. Gibt es so einen Spruch, das kann man dann mit Jugendlichen machen. Ich finde das am Anfang lustig. Herr Doppelmoppel hat alles doppelt. Er hat ein Doppelkinn mit Doppelgrübchen drin. Er hat ein Doppelweib zum Doppelzeitvertreib. Herr Doppelmoppel hat alles doppel, 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 doppel. Also man kann mit dem D zum Beispiel Basketball spielen. Spannend, ja? Das ist das D. Und was steht jetzt dem D gegenüber? Das ist im Grunde nur das spirituelle Om. Das ist ich sage jetzt gar nicht mehr dazu, weil das könnten wir dann nochmal vertiefen. Wie heißt das? Das ist im Grunde genommen das erste seelische Kreuz, wo wir von sprechen. Und diese Therapieform? Das ist eine Therapieform, die im Sprachlichen und in der Bewegung wurzelt. Es gibt keinen speziellen Namen. Das ist eine Methodik, die habe ich tatsächlich in den letzten Jahren entwickelt. Natürlich gibt es solche Ansätze in verschiedenen pädagogischen Bereichen. Es gibt ja die Heileurythmie zum Beispiel. Das geht in die Richtung. Ich gehe jetzt aber nochmal eine Ebene, um ganz konkret zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Lebensebene, weil das ist ja, was uns auch beschäftigt. Im Grunde genommen, wenn man das wirklich ergreifen könnte, könnten wir alle 100 Jahre alt werden. Ich habe 80-Jährige erlebt, die haben noch eine Sprache gelernt, weil die diese Begeisterung in sich haben, weil die wirklich an diesem Leben dran sind. Und wenn wir jetzt wirklich in dieses Lebensprinzip hineingehen. Natürlich ist es gut, gewisse Algen zu essen und auch sich vegetarisch zu ernähren und nicht zu rauchen und nicht zu viel zu trinken und früh schlafen zu gehen und so weiter. Aber wir sind ja geistige Wesen. Das ist ja nicht nur das Physische, was wir brauchen, sondern wir brauchen ja auch das Geistige, die das Anwendung. Geistige Lebensprinzip. Und da ist ja das, was ich auch schon bei dem ersten Video erwähnt habe, dass im Grunde genommen im Osten, ich sage das jetzt mal, ganz im Osten entstehen solche Kräfte, man könnte sagen, das sind so Morgenkräfte. Das ist im Grunde genommen, wenn ich das jetzt in einen Konsonant bringe, das ist das N. Und dem gegenüber stehen auch gewisse, ich sag mal, Westkräfte, die ganz interessanterweise, werde ich gleich noch was dazu sagen, die auch mit der jetzigen Zeit dazu haben, das ist jetzt im positiven Sinne, ich sage das mal, ein okkulter Mechanismus, ein okkultes Maschinenbedienen, also sowas wie bei Google, Facebook und so weiter auch haben. Das ist ja mittlerweile eine Diktatur, die durch Google in der ganzen Welt ist. Also Instagram, wer hat nicht Instagram? Also dieses sich auch mit der Maschine verbinden, letztendlich geht es auch darum, die Maschine zu erlösen. Also es geht ja nicht darum, abhängig zu werden, sondern es geht immer darum, dass ich als Ich auch mal das Gerät wieder abschalten kann. Ich habe schon lange kein Handy mehr, weil ich eben mich davon freigemacht habe. Das sind auch diese polaritären Kräfte. Und dann haben wir auch da, leider muss man auch sagen, Kräfte. Ich nehme das jetzt einfach mal, weil dieses Beispiel wieder aktuell war, wo ja der Trump unheimlich Quatsch gemacht hat da mit dem Iran.
Und wir ja auch zum Beispiel beim Johnson haben, die haben beide, wenn man das analysiert, die haben beide das Sternzeichen Zwilling. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass prinzipiell der Zwilling was Schlechtes ist, aber dass durch den Zwilling auch kosmisch sozusagen auch dämonische Kräfte wirken können. Im positiven Sinne sage ich jetzt mal, das ist auch unser altes Ego. Der Zwilling ist dieses Ha, 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 ich bin der Größte. Mhm. Und das zum Beispiel Mädchen, die kein Selbstbewusstsein haben, kann man das dann therapeutisch einsetzen. Also nehmen wir ein Mädchen, das so ganz verschüchtert ist, und dann sage ich, heute machen wir mal ein bisschen Lachtherapie. Stellt euch mal hin, wir zittern uns mal ein bisschen frei und wir machen mal Ha, 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 ha. Das ist sozusagen die eine Seite wiederum dieses Kreuzes. Ja. Jetzt die andere Seite des Kreuzes ist das GK. Also, das nehme ich gerne bei Jungs, wenn die Jungs auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein brauchen. Hick, hack, das Holz zerhackt. Mhm. Mit Zack in den Sack eingepackt. Hick, hack, hick, hack, hick, hack. Hick, hack, das Holz zerhackt. Mit Zack in den Sack eingepackt. Also man könnte einen Rap daraus machen. Also da arbeitet man mit diesen Kräften, die wiederum auch das einseitig wieder auflösen. Also es geht immer wieder um eine Auflösung, mhm, und letztendlich auch ein durch die Mitte gehen, eine Verbindung. Zum Abschluss will ich noch ganz kurz, ja danke, ich nehme einmal kurz einen Schluck Wasser. Zum Abschluss sage ich noch das letzte Kreuz, was in dem Zusammenhang mir sehr nahe geht. Also ich bin ein Steinbock und das ist eben auch das, was ich habe immer mich gefragt, wo ist eigentlich das Geistige im Materiellen? Und vielleicht musste ich dann auch eine Frau heiraten, die mir genau in Opposition steht. Die steht nämlich im Krebs. Also dem Steinbock wird die Spiritualität zugeordnet. Mhm. Und ich war so bis Mitte 30, war ich teilweise total abgehoben und habe dann eben glücklicherweise diese wunderbare Frau kennengelernt, die eben im Sternzeichen Krebs im Sinne des Materialismus. Materialismus ist ja nichts Böses. Nein. Es ist ja nur darum, dass wir die Spiritualität sozusagen in die Materialität hineingießen. Mhm. Und der Steinbock ist diese Leichtigkeit, das ist auch dieses Halleluja, das ist immer leichter werden. Und dieser Krebs ist das in der Materie, in seinem Schneckenhäuschen. Ich weiß alles aus dem FF. Das ist der Krebs. Und dadurch, dass das auch in unserer Beziehung, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, ist es eine unglaublich tolle Ergänzung und auch mit unseren Kindern, dass wir uns gegenseitig ausgleichen. Jetzt ganz zum Abschluss muss ich natürlich noch sagen, das passt wieder zu dir. Was sind eigentlich die Grundkräfte in diesem bis ins Physische? Das ist der Widder. Also der Widder. Halleluja. Der Widder geht auch manchmal mit seiner Kraft, das ist das erste Zeichen im Kosmos, der geht mit dem Kopf durch die Wand, sozusagen. Das ist der Neue, der bringt das Neue, das ist die Frühlingskraft. Mhm. Und dem Widder steht gegenüber diese Waagekräfte, das hat mit dem Gleichgewicht zu tun. Hat sie so, das ist die Waage. Und die Waage, und das ist wieder spannend, da sind wir wieder in der Embryologie, die Waage tastet sich langsam an das Leben heran. Und der Widder ist dann derjenige, der den Ich-Sinn entwickelt, der auch wirklich dann mit dem Kopf sagt, ich bin hier das Haupt, ich bin hier der Chef sozusagen. Und so ergänzt sich der ganze Kosmos. Also ich habe jetzt sozusagen einen schnellen Ritt durch die 12 Kräfte gemacht. Spannend. Das sind 12 Kräfte. Wenn es diese 12 Kräfte nicht gäbe, gäbe es keine Materie. Mhm. Also es ist sozusagen eine Kraft, die mit dem Raum zusammenhängt. Und letztendlich ist das auch lebensbildend, körperbildend. Also warum ist es so wichtig, dass wir abends den Kindern Geschichten erzählen? Mhm. Da kommen diese ganzen Konsonanten vor. Dieses im Kindergarten viel zu erzählen, also wirklich zu erzählen, von Mensch zu Mensch, wie du gesagt hast, in Kommunikation sein, sich anschauen. Dadurch lernen wir die Sprache und die Sprache ist organbildend. Mhm. Also Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Johannesevangelium. Wenn man das, sage ich nochmal abschließend, wirklich sagt, ich habe ja mit dem Widder gerade aufgehört, der Widder ist der Kopf und die Fische sind die Füße. Wenn man sich das Bild von Leonardo da Vinci, dieses Abendmahl, anguckt, da sind ja die 12 Jünger sehr schön bemalt. Und der Künstler, Leonardo da Vinci, hat genau ganz links ist der Fischegeborene, ganz rechts ist die Widderkraft, bis hin in der Mitte ist die Löwekraft, dann ist der Christus, dann ist der Judas Iskariot, der ihn verraten hat.
diese 12 Kräfte, diese 12 Jünger sind auch in diesem Bild hineingeheimnist. Diese 12 Kräfte umgeben uns, also organisch vom Kopf bis hin zum Löwenherz, bis zum Krebspanzer, bis zu den Steinbockknien, bis zu den Fischefüßen. Das ist jetzt natürlich sehr kurz zusammengefasst, aber man kann ja auch bei mir nachfragen, man kann bei mir ein Seminar machen, da gehe ich dann etwas tiefer auf die Dinge ein. Ja, da hast du mehr Zeit. Ich danke dir. Ein Gedanke beschäftigt mich noch bei unserem heutigen Thema. Ich habe ja vorhin erwähnt, was macht deine Familie gesund? Ist es, wenn die Partner sich verstehen in ihren Werten, sich ähneln, auch wenn sie als Individuum unterschiedlich sind, dass das Kind dann als zweites in seinen Bedürfnissen, in seiner Persönlichkeit, in seiner Individualität gesehen wird und gestärkt. Und als drittens, unsere Berufe, die sollten unsere Familie unterstützen und nicht auf Kosten unserer Familie sein. Und so schaue auch ich, ganz gleich, welches Projekt ich jetzt anvisiere, ist das, bringt es nicht nur mich, sondern auch meine Familie weiter, tut es allen gut. Und wenn dieser innere heilige Kreis, dieser Samen, diese Familie, dieser engste Kreis in Harmonie schwingen, und das bedeutet ja nicht, dass im Alltag nicht auch mal Disharmonie in gewisser Weise sein darf, aber im Großen und Ganzen im Miteinander sind und nicht gegeneinander sind, das ist das Wesentliche. Dann kann man quasi auch alle Stürmen, die auch von außen kommen, auch viel besser überstehen. Und ich beobachte also, was macht eine Familie eher krank? Eben Disharmonie zwischen den Partnern, die eben nicht geklärt wird, Missverständnis, nicht gesehen werden des Kindes und auch vielleicht falscher Ehrgeiz auch im Beruf. All das sind Stressfaktoren, die krank machen. Und was ich auch als krankmachend empfinde, ist, wenn eine Familie sich in ihren Werten für ihren Weg entschieden hat, und andere Menschen von außen, seien es die Schwiegereltern, seien es die Eltern, meinen ungefragt sich einzumischen. Oder andere vermeintliche Autoritäten, das ist pures Gift. Ich werde niemals, das ist ja quasi wie, ja, pures Gift. Ich werde niemals eine schöne Erkenntnis eines Freundes vergessen, der im reiferen Alter ist, so mit 70 circa, er sagte mir, er hat erwachsene Kinder, weißt du, ich habe immer versucht, mich einzumischen und meine Kinder richtig in Anführungsstrichen zu lenken. Und als sie erwachsen wurden und sich nichts mehr sagen ließen, eigene Familien hatten, haben wir immer noch darüber gestritten, ob die eine Entscheidung, die Kaufentscheidung richtig gewesen ist oder nicht. Und dieses sich ungefragt einmischen, sprich, ist eine Grenzüberschreitung. Das macht krank. Und das ist eine Anmaßung, nur unbewusst oftmals. Und er sagte, in dem Moment, als ich mich entschieden habe, alles, was meine erwachsenen Kinder für gut halten, für alles, was meine erwachsenen Kinder machen, erst einmal gut zu heißen und erst dann mir zu bewegen und abzuwarten, ob meine Meinung gefragt ist, seitdem haben wir keine Disharmonie miteinander. Und warum? Weil wenn die erwachsenen Kinder für sich zum Beispiel etwas gemacht haben, wie jetzt eine neue Couch gekauft haben, und du machst ihren Kühlschrank auf und siehst, na, eigentlich sollten sie eher ihren Kühlschrank füllen von ihrem Gehalt, anstatt jeden Cent für die Couch umzudrehen, dann ist das deine Meinung. Aber ihr Empfinden ist jetzt anders. Und das Empfinden und ihre individuelle Entscheidung geht vor. Und er sagt,
Und wenn ich sehe, sie haben jetzt eine Couch gekauft, haben aber jeden Cent in Wirklichkeit umzudrehen, dann verurteile ich das nicht mehr vom Kopf, sondern ich bleibe in meiner Liebe mit ihnen verbunden, denn die sind ja nicht blöd, wenn sie das machen, was sie machen. So ist es. Sondern setze ich mich erstmal auf die Couch und sage, oh, eine bequeme Couch, weil das ist ja auch so ein Zentrum der Familie. Und weil, warum funktioniert das dann? Weil du kannst ja mit deiner Kritik, ob sie gefragt ist oder nicht gefragt, ja eh nichts ändern. Die Couch ist gekauft. Genau. Du kannst nur vergiften, Gift sprühen. Und warum führt es dann zur Harmonie? Weil, was möchte jedes Kind, Teenager, wir auch Erwachsene haben wir ja innere Kindanteile in uns. Wir möchten geliebt werden, wir möchten verstanden werden, wir möchten respektiert werden. Anstatt bevormundet, kritisiert und eingemischt. Und das sind diese liebevollen Werte, das ist für mich gelebte spirituelle Praxis, da fließt, weil die Liebe da fließt. Und damit bestätigt sich für mich immer wieder dieser Satz, der mein Leben und mich auch gesund und heil macht. Wir können zwar nicht immer bestimmen, was geschieht, was unsere Kinder anstellen oder was unsere Mitmenschen machen, aber wir können immer bestimmen, wie wir damit umgehen. Ob mit Liebe, mit Weisheit oder nicht. Ich habe mich für die Liebe entschieden und so erlebe ich tatsächlich, dass die Familie ein Weg zu Liebe und innerem Wachstum ist. Und damit schließt sich wunderbar der Kreis, nämlich auch zu unserem ersten Video, in dem wir einfach anfangen, schon bei den Kindern, und zwar egal, ob sie nun schon erwachsen, jugendlich oder im Kindesalter sind oder auch noch ganz klein sind, sie so sein zu lassen, wie sie denn sind. Genau. Denn wenn sie das mitkriegen, dass wir ihnen vertrauen und dass wir sie so sein lassen, dann entwickelt sich ein eigenständiges Wesen, was auch später in der Lage ist, Selbstverantwortung zu übernehmen für das eigene Denken, für das eigene Reden und für das eigene Handeln. Absolut. Und das ist der Schlüssel zur gesunden Familie. Dasein. Ich danke euch. So sein lassen, ja genau. Danke euch für eure wunderbaren Ausführungen. Und das ist ja der Grund, warum wir hier sitzen, weil wir eben das Fachwissen zusammenholen und hier für euch bereitstellen. Und wir sagen auch euch wiederum danke. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Danke, dass ihr Interesse an all diesen Themen habt und wünschen euch jetzt in dem Sinne eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und bis zum nächsten Video wünschen wir euch von hier aus wieder alles Liebe.